Wir sind unschwer zu erkennen, gerade bei Blizzard, und wir spielen hier Diablo 3. Aber das Besondere daran ist? Auf der Xbox 360. Ja, und zwar machen wir jetzt gleich mal einen Zwei-Personen-Koop auf der Xbox und schauen mal, wie sich das anfühlt und inwiefern sich es von der PC-Version unterscheidet. Ja. Und schon geht's los? Okay. Fühlt sich sehr gut an. Wie das PC-Spiel, das ist sogar ein bisschen leichter, denn man hat so eine Art Autozielen dran. Heißt, wenn ich einen Gegner anvisiere und der ist erledigt, dann visiert er automatisch dann den nächsten Gegner an. Okay, also im Nahkampf merke ich das jetzt nicht so, aber ich glaube, für die Zauberin ist das schon recht relevant. Ja. Also ich mache zum Beispiel gerade gar nichts, das werden wir dann gleich nochmal sehen. Wenn man funktioniert leider nicht. Ah, okay, ist in der Beta. Also man sieht auch, dass die Kamera ein bisschen weiter rausgeht, wenn man mit zwei Leuten spielt. Wenn wir ein bisschen auseinander bewegen, gehen wir nach oben, dann siehst du, wie die Kamera rauszoomt. Aber sie behält uns trotzdem die ganze Zeit im Bild. So, dann schauen wir mal, wo es hingeht. Ich schätze mal, über die Brücke drüber müssen wir. Ist eine Weile her, dass ich in den Kasserer Highlands war. Ja. Aber wer Diablo 3 nicht kennt, das ist gegen Mitte, Ende des ersten Aktes. Wir sind gerade auf der Suche nach einem bestimmten Stab, der uns den Zugang zu einem Lager ermöglicht. Ja. Ich mache jetzt mal gar nichts hier und hier, der Strahl bewegt sich automatisch auf einen anderen Gegner zu. Finde ich ein bisschen fragwürdig, weil... Ist dir das zu idiotensicher? Das ist mir zu idiotensicher. Also Diablo ist kein idiotensicheres Spiel. Also ich gimp hier rum mit dem Barbaren, aber erstens noch nicht gespielt und zweitens habe ich mir nicht angeguckt, was ich alles an Skills belegt habe. Ja, ist natürlich gleich ins Spiel gesprungen, weil die Spielzeit hier der Demo ist einigermaßen beschränkt, deswegen... Okay. Also generell muss ich sagen, es fühlt sich gut an von der Steuerung her. Was richtig cool ist, ist dieser Ausweichmove, der ja, genau, ganz neu in der Konsolenvariante ist. Hui. Das macht richtig, richtig Spaß. Das ist auch ganz, ganz cool, um da irgendwie aus der Gefahrenzone zu kommen. Rollende Barbaren. Ist schon irgendwie putzig mit dem fetten Typen in Rüstung. Was auch cool ist, wenn man Gegenstände findet, dann muss man nicht umständlich ins Menü, sondern man sieht, werden wir dann gleich mal sehen, direkt auf dem Bildschirm, um welchen Gegenstand es sich handelt und ob er eine Verstärkung darstellt in verschiedener Hinsicht. Jetzt müsste nur mal Loot droppen. Müsste irgendwann mal Loot droppen, das wäre richtig toll. Noch keinen einzigen speziellen Gegner gehabt. Ansonsten kannst du grafisch irgendeinen Unterschied feststellen? Ja, es ist, ich glaube, dass ein bisschen, also wenn du es auf einer hohen Auflösung auf PC spielst, sieht es ein Tick besser aus. Aber jetzt, ich finde kein riesiger Unterschied. Aha. Es ist natürlich schon ein bisschen begrenzter jetzt im Koop hier auf einer Konsole. Aber eigentlich finde ich es ganz gut gelöst, weil warum sollte man ohnehin jetzt ganz alleine durch die Gegend laufen? Ah, da ist ein Bandit. Ich hasse die Biester. Wir haben ihn erledigt. So, jetzt kannst du das mal zeigen. Genau. Jetzt machen wir erstmal kurz die Gegner weg. Dann müssen wir Zeit und Muse haben. So, wenn ich jetzt hier auf A klicke, sieht man links unten, was der Gegenstand mir bringt. Also er macht die Angriffsstärke hoch. Dafür den Gegenstand wieder finden. Macht man den Ring. Also der Ring wird zum Beispiel die Angriffsstärke runter machen, das Schild. Sind wir beide gestorben? Ja.
weil ich, wenn wir nicht aufgepasst haben. Ja. Genau. Was, man kann natürlich auch Gegenstände wie gewohnt ausrüsten. Sieht man eben, wie gesagt, das ist hier Leben ganz rechts, in der Mitte ist der Rüstungswert und links ist der Angriffswert. Und dann sehe ich halt dann im Prinzip hier über dieses Radialmenü, kann ich die einzelnen Sachen anschauen und auch. Hast du das? Nein. Ja, sehe ich das über das Radialmenü, sehe ich dann, was ich habe und was ich im Endeffekt hier könnte ich zum Beispiel, könnte ich eine andere Waffe. Ich habe diesen Evokers-Implement und jetzt sehe ich halt alle anderen drei Waffen, die ich sonst noch habe. Einen davon kann ich gar nicht tragen, die anderen beiden sind alle Verschlechterungen. Die sieht man an diesen roten Pfeilen nach unten. Also macht natürlich keinen Sinn, das Ganze ja, zu equipen. Es gibt deutlich weniger Gegenstände als noch als im PC-Spiel, weil es ja auch kein Auktionshaus gibt, wo man irgendwelche Sachen verkaufen könnte. Man findet laut der Aussagen der Entwickler findet man deutlich weniger Gegenstände, dafür mehr Sachen, die man halt wirklich auch brauchen kann. Die halt eine wirkliche Verstärkung halt dann darstellen. Also weniger Trash. Entsprechend hat man dann angepasst, wie viel Gold das Sachen irgendwie bringen und dass man halt da praktisch keinen Nachteil hat. Okay. Dass man weniger findet. Lass uns die mal umbringen und dann schauen wir uns an, wie wir die Skills einstellen können. Ja. Bleib stehen! Rennst du den nächsten Mobs? So, so jetzt schau dir mal deine Skills an. Ja. Mit der Options-Taste, mit der Back-Taste, so. Genau. Skills. So, was man jetzt dazu sagen muss, hier ist es jetzt so sortiert, dass die Kategorien gelockt sind. Also ich kann nicht wie in der PC-Version das aufheben und zum Beispiel jetzt alles mit aggressiven Sachen belegen und dergleichen. Aber das ist nur in der Demo-Version erstmal hier so. Ansonsten kann ich halt hier radial meine Plätze auswählen, die auf den ganz normal auf den Aktionstasten und Schultertasten verteilt sind. Und dann zum Beispiel hier beschließen, dass ich tauschen will. So, jetzt habe ich Earthquake. Kann ich auch die Runen, die freigeschaltet sind, noch. Das ist natürlich nicht allzu viel, weil wir sind im ersten Akt. Genau. Ja, dann geht's weiter. Jetzt? Diese Angabe One, Player 1, Player 2 erscheint ein bisschen komisch und seltsam, aber ich glaube, das ist ganz wertvoll, wenn noch mehr los ist auf dem Bildschirm, also gerade in den späteren Akten oder in anderen Schwierigkeitsgraden. Und es war ziemlich froh, wenn man einen Überblick behält, was ist denn eigentlich die eigene Spielfigur. Was ist die Spielfigur von den Partnern und speziell, wenn man mit vier Leuten unterwegs ist, weil dieses Spiel bietet einen Vier-Player-Modus an einer Konsole. Ansonsten, es fühlt sich wie Diablo an und ich denke, das ist das Wichtigste. Das ist die wichtigste Aussage, die man über ein Diablo 3 auf Konsole irgendwie treffen kann. Es fühlt sich wie ein Diablo an, es spielt sich wie ein Diablo, ist nicht alles genau exakt gleich. Und daran könnte man sich im Einzelfall ein bisschen stören. Also wie gesagt, ich bin nicht ein großer Freund vom Auto-Aiming, aber abgesehen davon macht es einfach riesig viel Spaß zu spielen. Und ich kann mir das richtig gut vorstellen, da auf der Couch zu sitzen und dann einfach dann, da ist unser Loot wieder, wo wir so, vorhin so doof gestorben sind. Ja. Siehst jetzt hier deine ganzen Gegenstände, die hier sind, die du praktisch zur Auswahl gerade hattest. Und da siehst du, was bringt dir das. Natürlich hier leider nur Mist mit dabei und nichts, das irgendwas bringt. Naja, ist ja nicht so, als würden wir es mitnehmen aus der Demo. Nee. Okay. Ich muss auch sagen, es fühlt sich irgendwie nicht aufgesetzt an oder so, sondern spielt sich vollkommen natürlich. Nee, also ich glaube, da hat man sich schon was überlegt. Also gerade mit dem Dodge zum Beispiel, das ist so ein, da sind mal blaue Gegner endlich. Also insgesamt positiver Eindruck, ich glaube. Durchweg positiver Eindruck. Ich glaube, wer es jetzt noch nicht auf PC intensiv gespielt hat, der kann sich wirklich auf darauf freuen, denn vergleichbare Spiele gibt es auf der PS3. Also mir fällt jetzt partout keins ein. Und auf der Xbox 360 fällt mir auch keins ein. Und auf PS4, wenn es dann rauskommt, ich denke, dann wird es auch eins der Spiele sein, die man sich auf jeden Fall zulegen sollte.